Mittlerweile glaube ich, es ist der dritte Tag. Ja. Der dritte Tag nach der Zeugung. Die werden Streetpass gehabt. Darum wird es jetzt wahrscheinlich erstmal einige Anrufe von Leuten geben, die irgendwelche Nachrichten von Reisenden bekommen haben oder sowas. Also ich weiß, dass ich zwischenzeitlich 4 Nachrichten bekommen habe. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch alle gezeigt werden oder nur die letzte. Das werden wir ja sehen. Oh ja, und es gibt was Neues über Spotpass. Lasst euch also diese Möglichkeit nicht entgehen. Danke fürs Zuschauen. Stopp! Was haben wir sonst noch? Hallo. Oh! Stell dir nur vor, wir haben ein Baby. Was wäre dir lieber, ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen? Ist beides schön. Es ist ein Junge. Tja. Sieht das Baby aus, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, das Aussehen ist schon okay. Aber ich versuche mich jetzt gerade daran zu erinnern, welche beiden Namen mir mein Bruder genannt hat. Und der Name lautet Hannes. Welche Ironie. Na schön, wie wäre es, wenn du entscheidest, ein Bild von Lexo? Also ich glaube, der Mädchenname war Schleuse, den er haben wollte, und der Jungenname war Drüse oder so. Ich glaube, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht. Auf jeden Fall, das Kind tut mir leid mit beiden Namen, aber ich weiß auch nicht, welcher Witz dahinter ist, aber... Ich glaube, es war Drüse für einen Jungen und Schleuse für ein Mädchen. Wir werden sehen. Vielleicht war es auch falsch rum. Ich glaube, es ist beides nicht sonderlich geschlechtlich. Ja, prima. Drüse, das ist ein toller Name. Welchen Charakter soll das Baby haben? Das arme Kind. Überlass es der Natur. Also, was haben wir denn? Zurückhaltend, vorsichtig, stur, vernunftgesteuert, nüchtern. Also stur und vorsichtig und zurückhaltend kommt von meinem Bruder. Obwohl zurückhaltend weiß ich nicht, aber stur und vorsichtig auf jeden Fall. Streitet selten, hilft anderen oft, explodiert nur selten, wenn es alles zu viel wird. So, so. Wir werden uns gut um Drüse kümmern. Kümmere dich auch gut um ihn. Jo. Also, Mr. Miyamoto. Sascha ist im Elternhaus entwachsen. Na gut, dann schicken wir ihn gleich mal auf die Reise. Um ihn noch erwachsener zu machen, können wir ihn auf Reisen schicken oder allein leben lassen. Was fändest du besser? Reisen. Ja, ich lasse die Leute immer reisen. Stimmt schon, genau das hatten wir uns auch gedacht. Ich mache mich auf eine abenteuerliche Reise, um als gereifter Mensch zurückzukehren. Gibt es noch irgendetwas zu erledigen, bevor Sascha diese Reise antritt? Nö, ist alles gut. Soll Sascha seinen neuen Freunden am Reiseziel eine Nachricht von dir übermitteln? Na, sieh, Charlotte. Machen wir ein bisschen Werbung. Das immer genau, finde ich gut. Das ist korrekt. Verstanden. Das werde ich sagen, wann immer ich jemandem begegne.
Also gut, dann bin ich mal weg. Auf geht's ins Abenteuer. Tschüss. Sascha hat die Reise seines Lebens begonnen. Nimm das hier als Erinnerung. Wollt ihr euch das angucken? Sascha. Du bist zu nah dran. Hey, ich hab gesagt, du bist zu nah. Geh ein Stück zurück. So. Und gleich der nächste Anruf. Hallo. Bin ja schwer beliebt heute. Noch einer. Nadia ist dem Elternhaus entwachsen. Mensch, das ist ja ein Ding. Um sie noch erwachsener zu machen, können wir sie auf Reisen schicken oder allein leben lassen. Was findest du besser? Aber da machen wir jetzt hier nicht den ganzen Staff und sowas, ne? Ich meine, hat der ja einmal gesehen. Ich mache mich auf eine abenteuerliche Reise, um als gereifter Mensch zurückzukehren. Tschüss. Gibt es noch irgendetwas zu erledigen, bevor Nadia diese Reise antritt? Soll Nadia ihren neuen Freunden am Reiseziel eine Nachricht von dir übermitteln? Na klar. Kennen wir ja schon.
im Erdkanon. Das ist korrekt. Verstanden. Das werde ich sagen, wann immer ich jemanden begegne. Also gut, dann bin ich mal weg. Auf geht's ins Abenteuer. Behandelt sie gut? Nadia hat die Reise ihres Lebens begonnen. Nimm das hier als Erinnerung. Und wieder das gleiche, nur halt quasi, also mit anderen Akteuren. Ansonsten ist es original die gleiche Zeug. Auch am Ende das. So, wer ruft noch an? Hast du Zeit? Ginny Weasley. Herzlich willkommen. Konrad ist wieder zu Hause. Moin. Ich bin wieder da. Ich habe euch richtig vermisst. Ich habe ein Souvenir mitgebracht. Okay. Das Gegenbild von Natalia von Hetalia lässt ihr etwas ausrichten. Pinios. Das war's. Ich denke, ich werde bald wieder aufbrechen. Vielen Dank. Und das würde jetzt auch endlos so weitergehen. Ich denke, ich werde bald. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo anders gezeigt, ne? Gehen wir eine Runde pennen. Das wäre eine gute Idee, nach der langen Reise. Ich weiß, ich habe nur gute Ideen. Das würde auch endlos so weitergehen. Dann mache ich mich wieder auf. Vielleicht bis bald einmal. Tschüss. Entschuldigung. Oh je, das Kind geht schon auf den Sack. Ich kann es versuchen. Ich weiß noch nicht, ob ich euch das begreiflich machen kann, wie das jetzt funktioniert. Also, ich will das mal versuchen. So, man muss jetzt quasi das Ganze so wiegen. Ein bisschen mal was anderes kommt als die. Dieses Biwiwiw ist äußerst schlecht. Man muss halt den richtigen Takt rausfinden für das Kind. Weiter versuchen. Kommt dann nämlich auch irgendwann. Achso, übrigens, zu doll schütteln ist nicht gut. Das finden die Eltern nicht toll. Ich habe halt immer noch nicht herausgefunden, wie man das System eigentlich wirklich halten kann. So, das Plümp sagt wohl an, dass ich es richtig mache. Das sagt jetzt wieder, dass ich es falsch mache. Ja, prima, eine Nähmaschine. Ja, nur freilich. So, dann legen wir es mal wieder hin. Das Babysitting bei älteren Kindern ist cooler. Muss man jetzt ein bisschen tätscheln, ein bisschen streicheln. So, dann sammeln wir mal kurz Geld ein. Einmal am Tag gibt es hier, ne, die Sammlung. Aber bei, was weiß ich, hier, ich glaube 60, 62 Leuten oder sowas auf der Insel dauert das lange. Darum kann man glücklicherweise überspringen. Und das sind immer 240,20 €. Bei dieser Anzahl von Mies. Und ansonsten leere ich jetzt nochmal den Eingang und den Ausgang. 9 Schiffe. Und dann war's das für euch. Was ich toll finde, ist, dass man mit R vorspulen kann. Es wird doch in der Tat schneller, wenn auch nicht so richtig viel schneller. Also beziehungsweise, doch, es wird richtig viel schneller. Was auch immer.
Ja, das ist im Moment übrigens Standard, dass man so pro 3 Schiffe einen Besucher hat. Bei mir ist es diesmal weniger, glaube ich. Na doch, bisher. 9 Schiffe, 3 Besucher. Bleib dabei. 9 Schiffe, 4 Besucher. Gut. Und die 3, die abreisen wollen. Nämlich einmal ein vorheriger Besucher. Dann, und dann die beiden neuen Kinder. Derjenige, der zu Besuch war, der startet nicht wieder von hier aus. Ich vermute, dass das einfach nur so ist, so von wegen, nachdem man den Besuchern, es den Besuchern hat gut gehen lassen, deren Problem gelöst hat, dann kriegt man, wird man gefragt, ob man dem eventuell dem Owner von der Heimatinsel eine Nachricht überbringen will, wenn man das nächste Mal zufällig zu Hause ist oder sowas. Und ich schätze mal, damit hängt das zusammen. Ja, gut. Ansonsten, mal schnell gucken. Keine weiteren Herzchen da, so wie es aussieht. Dann lassen wir das. Also Herzchen sind das Einzige, was mich so richtig reizt, das immer wieder zu machen. Wenn ich dann einmal angefangen habe, dann mache ich meistens auch noch weiter, eine Stunde oder so. Aber Herzchen, um zu verheiraten oder, naja, Paare zu verkuppeln, ist irgendwie blöd. Da kommen dann jetzt oftmals irgendwie so Dreiergeschichten bei raus, wo man dann im Endeffekt hier 3 bis 4 gebrochene Herzen hat. Das ist irgendwie blöd. Naja, was auch immer, bla 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 bla, alles klar, tschüss.